Hallo zum ersten Sportmagazin im Wonnemonat Mai am 1. Mai. Zweimal Bundesliga vom Samstagabend haben wir für Sie vorbereitet. In der zweiten Handball-Bundesliga hatte es der stark abstiegsbedrohte TV Neuhausen mit dem Liga-Primus TuS Nettelstedt-Lübbecke zu tun. Und in der Easy Credit BBL stand für die Walter Tigers Tübingen das letzte Saison-Heimspiel an. Es ging im Raubkatzenduell gegen die punktgleichen Basketball-Löwen Braunschweig. Los geht's in der Hofbühlhalle, rund 830 Zuschauer mit dabei, darunter auch eine kleine Abordnung der Red Devils. 10 Spiele sind die Gäste ungeschlagen, während der TVN immerhin die letzten beiden Heimspiele gegen die Teams aus dem Osten, gegen Dessau und Aue, gewinnen konnte. Zudem gab es ja ein Remis in Ferndorf und zuletzt eine Niederlage in Hüttenberg. Im Fahnenduell der beiden Traditionsvereine hatte der TVN knapp die Nase vorn. In der Tabelle sieht es ganz anders aus. Da holte der Spitzenreiter mit bis dato 54 Zählern exakt 3-mal so viele als der Vorletzte. Da haben wir die beiden Trainer Alex Job. Ihm fehlen 8 Punkte auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Seinem Kollegen Aaron Zierke reicht ein Zähler zum Aufstieg in Liga 1. Job musste auf Jonas Schoch verzichten. Der Baldbalinger in Hüttenberg, bester Schütze, musste mit einer Verletzung am Sprunggelenk passen. Karl Thom bekam zwar Besuch von einigen Kumpels aus Estland, kam aber nicht zum Einsatz. Dafür gaben die angeschlagenen Redmann und Kolb grünes Licht. Klarer Fall von David gegen Goliath also, um Kollege Frank Fauser zu zitieren. Los geht's, erste Minute, erster Treffer der Partie für die Jungs mit der Sonne auf der Brust, trifft Tim Remer. Der TVN kam offensiv nicht gut rein. Andy Bornemann scheitert an Nikola Blaschischko, der 39-Jährige, ein starker Rückhalt in dieser Saison, zuletzt gegen Essen mit 15 Paraden. Jo begann mit Becker im Tor, Bornemann, Kolb und Jan Reusch im Rückraum, Daniel Reusch am Kreis und Wahl links sowie Klingler rechts außen. Erste Parade von Magu gegen Höbels. Wie gesagt, die Ermseller taten sich im Angriff richtig schwer. Wahl setzte einen 7 Meter an die Latte und so stand es nach gut 10 Minuten 0-4. Tor durch Torbrücke, Nils Torbrücke. Starkes Anspiel von Ante Kaleb. 54 Punkte, ein Torverhältnis von plus 132, Spitzenreiter eben. Alex Job, ab Sommer ja Trainer bei der SG H2Q Herrenberg. Anel Mamutefendic übernimmt dann für 2 Jahre das Kommando beim TV Neuhausen. Job musste stolze 11 Minuten auf den ersten Treffer seines Teams warten. Felix Klingler brach den Bann, der Rechtsaußen ja einer von zahlreichen Abgängen beim TVN. Zettermann hatte die Antwort, aber die Gastgeber nahmen nun Fahrt auf. Ferdinand Michalik schnürte einen Doppelpack. Seine Zukunft ja, wie berichtet, noch offen. Der TVN bot dem Tabellenführer nun richtig die Stirn, aggressiv in der Abwehr und vorne platzte jetzt der Knoten. Klingler mit dem Anschlusstreffer zum 4:5. Jawohl. 2 Tore Michalik, 2 Tore Klingler, da wollte der Andi Bornemann nicht nachstehen und ließ es ebenfalls 2-mal krachen und so stand es nach gut 20 Minuten 6:6. Bornemann, der ja nach Neuss wechselt, mit viel Dampf und schon war alles wieder offen. Chapeau. Nee, Jungs, wenn ihr schon aufsteigt, dann ja nicht unbedingt hier bei uns. Bornemann, born to be wild. So, Nettelstedt-Lübbecke legte vor, der TVN zog nach. Jan Reusch, der Spielmacher, bleibt ja im Ermstal. Der Junioren-Nationalspieler zieht hier mal selbst ab. Normalerweise versucht er ja, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Erstmal setzen, in der Abwehr übernimmt dann der robustere Stüber. 26. Spielminute, der Spitzenreiter zog nun wieder auf 3 Tore weg. Da lief die Kugel über 6 Stationen und schließlich netzt rechts außen René Kruschka ein. Wer dem TuS in Liga 1 folgt, ist noch offen. Bis Platz 6 haben alle Teams noch Chancen. Anders die Lage beim TVN, da ist der Abstand zu Platz 16 schon gewaltig. 4 Teams müssen runter, Rostock ist weg, Ferndorf hat 3 Punkte mehr und dann folgen 5 Mannschaften bis Platz 12, die zwischen 26 und 28 Zähler auf dem Konto haben. Erstes Tor von Christian Wahl, toller Pass von Jan Reusch, danach traf noch Pontus Zettermann vom Punkt und somit führten die Gäste zur Pause mit 11:8. Nur mit 11:8. Hinten gut, vorne geht noch mehr. Alex Job durfte zufrieden sein, vor allem mit der Abwehr und das nach dem unglücklichen Beginn und den ersten 10 Minuten ohne Treffer. Hinein in Hälfte 2, da traf erneut Kruschka für den TuS und dann Bornemann für den TVN.
Jan Reusch wackelt mal eben Gerrit Gens aus, aber sowas von, und dann ab dafür und wieder ab hinter die Bande. Die Moral ist absolut intakt, das Team stänkt sich gegen den drohenden Gang in die dritte Liga, und weil das für Gens zu schnell ging, die Finte von Jan nochmal in Zeitlupe. Ja, aber danach packte der Tabellenführer wieder eine Schippe drauf. Michalik scheiterte vom Punkt und der ansonsten unauffällige Jens Bechtloff mit dem 10:14. Die Westfalen auf Kurs Aufstieg. Ferl Michalik eben noch vom Punkt in den zweiten Stock, jetzt aus dem Spiel heraus ins Netz. Jawohl, die Gäste aber abgezockt. Ja, als Beispiel diese Szene, schnell ausgeführter Freiwurf und Torbrücke einfach in die Maschen. Bei rund 5 Toren pendelte sich der Rückstand nun ein. Jo brachte nun Sritschan Predrakovic für Klingler und der belebte den Angriff der Jungs. Vor allem sorgte er beim Stand von 12:18 mit 2 Toren in Unterzahl dafür, dass die Hausherren im Spiel blieben. Zunächst von außen ab durch die Mitte und dann den Ball geklaut und mit Volldampf nach vorne und dann eiskalt vor der Hütte. Zweimal Predrakovic binnen 30 Sekunden, stark. Nelschett-Lübbecke führte dann mit 20:14, aber dann drehten die Schwaben nochmal auf. Andi Bornemann nach Vorarbeit der Routiniers Michalik und Dani Reusch. 10 Minuten noch auf der Uhr und das war Kreisfräse Frederik Stüber. Jan Reusch verdeckt oder wie Fuzzi Fauser zu sagen pflegt, wie Weiland Clint Eastwood aus der Hüfte, genau. Und Predrakovic rotzfrech mit dem Lupfer, so macht 4 Tore in Folge und der TVN war auf 18:20 dran, mein lieber Mann. Jetzt war hier Feuer unterm Dach, geht da sogar noch mehr, die Fans waren da. Ihm gefiel das natürlich ganz und gar nicht, Aaron Zirke seit Rundenbeginn im Amt. Aber seine Mannschaft blieb cool. Zettermann und Kruschka sorgten mit ihren Toren dafür, dass hier nichts mehr anbrannte. Daniel Rebmann pariert hier nochmal gegen Rastaman Ramon Tawabo. Es half leider nichts mehr. Der letzte Treffer ging auf das Konto von Tim Kolb. Der TV Neuhausen unterliegt nach tollem Kampf dem TuS Nettelstedt-Lübbecke mit 19:22. Und damit stehen die Gäste 5 Spieltage vor Saisonende als erster Aufsteiger in die erste Liga fest. 56 Punkte nach 33 Spielen, Respekt und Glückwunsch. Für den TVN wird es auch nach den Ergebnissen der Konkurrenz nun fast unmöglich, den Gang in die dritte Liga noch zu verhindern. Wir haben für Sie die Stimmen zum Spiel. Ja, ich denke, wir verschlafen es gleich am Anfang. Einige unkonzentrierte Aktionen. Mir fällt auch zweimal der Ball raus. Ich denke, da hätten wir auch gleich von Anfang an, weil da steht die Abwehr super, ich denke. Wir haben eine Top-Mannschaft oft ans Zeitspiel gebracht. Klar, dass sie körperlich da in der Abwehr überlegen sind. Da tun wir uns natürlich ein bisschen schwer, aber ich denke, gut, im Angriff war noch Potenzial nach oben, aber Abwehr war eigentlich ganz gut. Und da hätten wir ein bisschen mehr Profit rausschlagen müssen und dann wäre es vielleicht auch noch besser geworden. Aber ich denke, ja, es sind halt keine Punkte, aber ich denke, wir haben uns hier aufgegeben, haben Gas gegeben und einigermaßen mitgehalten. Ja, ich denke, dass wir haben vielleicht vorne den einen oder anderen zu viel verworfen. Das tut halt weh gegen so eine Mannschaft. Aber insgesamt können wir eigentlich stolz auf unsere Leistung sein heute. Wir haben echt, auch wo wir den Rückstand hatten in der zweiten Halbzeit, nie aufgegeben und sind zum Schluss noch mal rangekommen. Deshalb, alles in allem, kann man echt zufrieden sein heute so. Ja, das war mir vorher klar, dass Neuhausen sich nicht ergeben will. Und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass einige meiner Spieler heute so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage hatten. Da waren doch ein paar Situationen bei, wo sie einen etwas lahmen Arm hatten. Aber ganz ehrlich, ist mir völlig egal. Wir haben gewonnen, wir sind aufgestiegen. Und das ist das, was wir uns wirklich jetzt in den letzten Jahren hart erarbeitet haben. Und es freut mich einfach nur. Ja, ich denke, das Ergebnis ist okay. Wenn man den Spielverlauf aber betrachtet, haben wir viele einfache Fehler trotzdem gemacht. Und wir haben es einfach nie geschafft, so richtig ranzukommen. Ja, dass wir mal vielleicht das Ganze auf 1 verkürzen oder ein Unentschieden schaffen, dass die Halle auch noch kippt. Und das ist uns zum Verhängnis geworden, dass wir das Spiel leider verloren haben. Ja, ich meine, ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir glaube bis zur 15 Minuten überhaupt gar kein Tor geschossen. Und dann haben wir uns eigentlich gut zurückkämpft. Aber gegen so eine Mannschaft, ja, ist natürlich schwierig. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Daheim nochmal für die Zuschauer und gegen so eine Mannschaft eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen haben. Ich fand es super von meiner Mannschaft nach dem hohen Rückstand in der zweiten Halbzeit, dass wir so ein gutes Comeback geschafft haben, auf 2 Tore rangekommen sind. Auch vorne dann Chance hatten, noch näher ranzukommen, die haben wir dann liegen lassen.
beziehungsweise haben dann ein, zwei Fehler hinten raus gemacht. Es ist natürlich klar, dass ein Gegner dieser Qualität ist bestraft, aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Jonas Schoch ist ausgefallen, hat leider nicht spielen können. Gegen die 6-0-Abwehr des Gegners hätten wir von Rückraum links ein paar einfache Tore gebraucht. Meine Mannschaft hat sich sehr teuer verkauft, hat dem Spitzenreiter und Aufsteiger in der ersten Liga alles abverlangt. Ich glaube, wir können heute Abend stolz auf die Jungs sein. Am Wochenende ist frei. 5 Spiele stehen bis zum 10. Juni noch an. Der TVN muss noch nach Emstetten, Bad Schwartau und Wilhelmshaven. Nordhorn und Konstanz kommen noch in die Hofbüllhalle. Und bei uns geht es jetzt weiter mit Basketball. Die Tigers gegen die Löwen.